Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MyRegio TV. Lokales und regionales kurz und kompakt. Schön, dass Sie uns auch diesmal wieder angeklickt haben. Dies sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Wir haben uns ein wenig abgekühlt und den Effelder Waldsee besucht, zeigen Ihnen, was es mit dem Kümmerer-Netzwerk auf sich hat, werfen die Leinen los und besuchen den Ratheimer Segelclub und zeigen Ihnen Eindrücke der 25. Sommerkunstakademie auf Hohenbusch. Es gibt natürlich unzählige Ausflugsziele in unserer Region. Bei heißen Temperaturen ist der Effelder Waldsee allerdings erste Wahl. Der Effelder Waldsee, dessen Badebereich jetzt Amici Bay heißt, ließ in der jüngsten Vergangenheit mit großen Plänen aufhorchen. Die neuen Pächter und Investoren sind die beiden Niederländer Henry Maassen aus Echt und Maurice Bonnet aus Röhrdalen. Die beiden haben durchaus innovative Ideen. Dieses Jahr ist sehr viel geändert hier. Wir haben das ganze Gebiet auf neu gestylt. Wir haben fünf große Hüpfburgen für die Kinder, ein ganz großes, spektakuläres Aquapark, schöne Liegewiese, Kiosk, Pizzahütte, Getränke. Also bis 2.500 Leute können wir gut empfangen. Nächstes Jahr geht aber das richtig los. Kommt eine große Wasserskibahn mit Wakeboard, ein schöner großer Beachclub, eine neue Insel wird ausgerichtet und es gibt sehr viele neue Attraktionen für nächstes Jahr. Als Attraktion für den diesjährigen Badebetrieb wurde der Aquapark installiert. Besonders aufwendig gestaltet sich das Thema Sicherheit. Wie man sehen kann, haben wir schwere Auftriebskörper hier. Diese mussten natürlich unter Wasser befestigt werden. Und zum Befestigen dieser Auftriebskörper haben wir schwere Betonklötze unter Wasser verlegt. Das heißt, 40 300 Kilo Blöcke sind unter Wasser installiert worden, sodass man praktisch diese Auftriebskörper befestigen konnte. Und diese sind natürlich mit schweren Tauen befestigt worden. Dafür mussten wir diese Teile von hinten nach hier über den See, also im Wasser über den See transportieren und dann per Tauchen unter Wasser installieren, festlegen. An einem sonnigen Wochenende bevölkern mehr als 2000 Badegäste das Terrain. Jenny Bauer von der Ortsgruppe Wegberg erklärt die Aufgaben der DLRG. Wir sind hier von der DLRG vom Kreis Heinsberg und sind dafür zuständig, dass wir den Effelder Waldsee unterstützen, indem wir aufpassen, dass den Leuten im Wasser nichts passiert. Die Mannschaftsstärke besteht mindestens 5 Personen, die da sein müssen. Bei warmem Wetter ist es aber gut, wenn man 15 Personen hat, damit man regelmäßig wechseln kann, damit sich jeder auch mal abkühlen kann und eine Pause bekommt. Wir sind mit dem Funpark hier in meinem Rücken, der ist jetzt ganz neu. Das ist natürlich noch eine größere Aufgabe, die wir haben, dass da jetzt keiner zu Schaden kommt bei uns. Für die Besucher und Badegäste soll natürlich der Spaß am Sommer im Vordergrund stehen. Bei diesen fast tropischen Temperaturen kommt das Angebot des Aquaparks genau richtig. Also ich finde das so gut, dass hier jetzt die großen Rutschen und alles sind und man hier so viel klettern kann. Ich finde das toll, dass man klettern kann und das ist halt alles schön. Und ja, ich finde den ganzen Aquapark sehr toll und das ganze Klettern. Wir werden Strandlandschaft, Landzunge und die angedachten Aktionen im Auge behalten und zu Beginn der Badesaison 2014 einfach nochmal wiederkommen. Die einfache zentrale Frage lautet, wer kann anderen Hilfe anbieten und wer hat Hilfe nötig? Diese Angebote dann zu koordinieren und zu erweitern, darum geht es beim sogenannten Kümmerernetzwerk, das von den Gemeinden Gangelt, Selfkant und Waldfeucht ins Leben gerufen wurde. Eine so einfach geniale Idee hat uns interessiert. Vor ein paar Jahren haben sich die drei Gemeinden gemeinsam auf den Weg gemacht, um sich zu bewerben für eine EU-Förderung für die ländliche Region und um gemeinsam Projekte für ihre Region auf den Weg zu bringen. Die lokale Aktionsgruppe der Selfkant e.V. als gemeinnütziger Verein, der den LEADER-Prozess in der Region der Selfkant koordiniert und steuert, besteht derzeit aus rund 80 Mitgliedern, die also über Projekte beraten und auch Projekte beschließen. Im Moment gibt es ein sehr spannendes Projekt, das Kümmerer-Netzwerk für die Region der Selfkant. Hierbei geht es um ein bürgerschaftliches Nachbarschaftshilfeprojekt, wo also Ehrenamtliche ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten anbieten können oder eben auch Leistungen aus der Nachbarschaft in Anspruch nehmen können.
Ja, wir freuen uns, dass wir also dieses Projekt soweit jetzt beraten und qualifizieren konnten, dass wir also dort schon einen EU-Förderantrag über den Schwerpunkt LIDA stellen konnten. Und wir warten jetzt im Moment auf die Bewilligung, das heißt, die Projektgruppe steht schon in den Startlöchern. Wir sind jetzt bei Bärbel Windelen, der Projektleiterin für das Kümmerer-Netzwerk für die Region der Selfkant, und fragen jetzt einfach mal direkt nach, worum geht es denn genau, Frau Windelen, bei dem Kümmerer-Netzwerk, und ja, wie ist da im Moment so der aktuelle Stand? Das Kümmerer-Netzwerk soll ein Netzwerk werden, bei dem sich Menschen vernetzen, wie es das Wort schon sagt. Es gibt Menschen, die brauchen Hilfe. Und es gibt Menschen, die suchen für sich eine sinnvolle Tätigkeit. Das kann in ganz unterschiedlichen Weisen passieren. Ich habe ein Beispiel. Es gibt auch hier bei uns in der ländlichen Region immer mehr alte Menschen, die sich allein fühlen, weil morgens ganz viele zur Arbeit gehen und sie gar keine nachbarschaftlichen Anbindungen mehr haben. Und gerade da möchte das Netzwerk auch anknüpfen, dass man sagt, da gibt es eine Ansprechstelle, da kann ich anrufen und sagen, ja, ich brauche im Moment eine Unterstützung, und in diesem Netzwerk gibt es Menschen, die sich darum kümmern. Menschen, die eine bestimmte Fähigkeit haben, Menschen, die für sich eine sinnvolle Tätigkeit suchen. Und das Netzwerk versucht eben beides miteinander zu verknüpfen und die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Wie Hilfe im konkreten Fall aussehen kann, haben wir am Beispiel der Hilfesuchenden Dorothea Blom nachgestellt. Nun habe ich von meinem Sohn ein wunderschönes Handy geschenkt bekommen. Es ist auch sehr praktisch, ich komme damit gut klar, aber technisches Embryo, wie ich bin, alles funktioniert nicht. So habe ich jetzt eine SMS gekriegt vorhin und ich kann das nicht öffnen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe dann Frau Windelen vom Kümmerer-Netzwerk angerufen und ihr mal Leid geklagt. Und sie sagte, sie könnte mir helfen. Ja, guten Tag, Frau van Heel. Hier ist Frau Windelen. Ich rufe Sie an, weil ich eine Anfrage an das Kümmerer-Netzwerk habe. Es hat sich die Frau Blom gemeldet. Sie kommt mit ihrem Handy nicht zurecht. Schön, Frau van Heel, dass Sie sich darum kümmern. Dann sage ich Bescheid, dass Sie kommen. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Blom. Ich bin die Frau van Heel, die Koordinatorin vom Projekt. Das ist die Julia. Guten Tag. Die Kümmerin. Und wir kommen jetzt einfach auf Ihre Anfrage und hoffen, dass wir Ihnen ja vielleicht ein bisschen helfen können mit Ihrem Handy. Schau mal, Julia, ich habe hier eine SMS bekommen, aber ich kriege die nicht auf. Ich habe jetzt schon alle Knöpfe gedrückt, ich habe alles versucht, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Kannst du damit umgehen? Ich weiß nicht, ja. Die jungen Leute können das ja viel besser. Ach, so machst du das. Ach ja. Und wenn Sie wie muss ich dann da hier oder wo? Ja, dann müssen Sie auf diese Taste hier drücken. Ja, und wenn Sie dann noch antworten müssen, müssen Sie auf die linke Taste noch drücken. Ja, aber ich will das erstmal lesen. Ja, dann müssen Sie ja erst auf die rechte. Ja, mach mal. Ach so, ja. So, jetzt versuche ich das mal. Ja, so und so. Super, geht doch. Man muss nur wollen. Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an das Kümmerer-Netzwerk. Die Koordinatoren des Netzwerks stehen Ihnen ab sofort mit Rat und Tat zur Seite. Mit Ihrem Anliegen sind Sie bei uns im Kümmerer-Netzwerk in guten Händen. Mit Ihrem Anliegen werden wir vertrauensvoll umgehen. Bitte scheuen Sie sich nicht. Rufen Sie uns an. Unsere Kümmerer sind kompetente Helfer, die nur nach Absprache zu Ihnen kommen und sich immer als Mitglied unseres Netzwerkes ausweisen werden. Damit Sie auf jeden Fall wissen, woher der Wind weht, geht es ganz kurz in die Werbung. Herzlich willkommen in Ihrer Postapotheke in Wegberg. Als Ihr kompetenter Ansprechpartner beraten wir Sie in allen Belangen der Gesundheit. Wir erfüllen Ihre individuellen Anliegen in der hauseigenen Rezeptur, bieten Ihnen einen Gesundheitscheck, bei dem Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwerte überprüft werden, sowie die einfache, bequeme und kostengünstige Bestellung in unserem Onlineshop.
Im nahen Umkreis erfolgt die Lieferung noch am selben Tag. Postapotheke Wegberg, die bringt's. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 7 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes. Wir lieben Lebensmittel jeden Tag. Zu den Freizeitangeboten im Kreis zählt auch der Wassersport. Seit 35 Jahren gibt es den RSC, den Radheimer Segelclub auf dem Adolphosee. Wir haben einen Turn gewagt und waren froh zu wissen, dass man nicht nach Luft spuckt. Während Ende des 19. Jahrhunderts die Segelschiffe immer mehr aus den Bereichen Handel, Transport oder Fischfang verdrängt wurden, gewannen sie auf dem Freizeitsektor immer mehr an Bedeutung. Der Radheimer Segelclub hat hier am Adolphosee ein wahres Paradies gefunden. Wir sind eigentlich Hobbysegler, sind hier aus der näheren Umgebung. Wir haben hier ein kleines Wasserparadies, könnte man sagen, hier am Adolphosee in Radheim. Wir sind aus der näheren Umgebung von Wegberg, aus Oberbruch, Dremmen, Erkelenz, hier aus der näheren Umgebung. Wir sind also sehr schnell hier am See und haben die Möglichkeiten, innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten hier zu sein. Wir betreiben da ein schönes Hobby. Wir haben kleine Jollen, Kajütschiffe haben wir hier auf dem See. Wir haben in der Nachbarschaft haben wir Angler, jede Menge, ein großer Verein. Ein Tauchverein ist auch ansässig hier und wir haben, denke ich mal, ein nettes Miteinander hier, sodass wir sehr viel Freude am Segeln haben können. Der 1978 gegründete Verein ist seit 1987 Mitglied im Deutschen Seglerverband und im Seglerverband NRW. Franz Wabtis erinnert sich noch gut an die Anfänge vor 35 Jahren. Früher haben wir in Holland gesegelt und dann wurde das immer schwieriger. Und dann haben wir diesen See gefunden und haben uns erkundigt, dass man hier segeln durfte. Und der Dr. Spieß hat uns das erlaubt, wenn wir einen Verein gründen. Und so haben wir ja mit 7 Mann einen Verein gegründet. Und das sind jetzt 35 Jahre her. Für Ingeborg Verley und Marianne Zischke ist Segeln nicht nur ein schönes Hobby, sondern ein Stück Lebensqualität. Wir sind seit 12 Jahren hier im Segelverein und schätzen einfach das, ich sag mal, Urlaubsfeeling. Und das ist es wirklich ein Stück und die nette Kameradschaft, die hier im Verein herrscht. Das ist eine super Atmosphäre hier. Wir haben eine tolle Gemeinschaft. Gestern Abend hatten wir türkischen Abend, haben wir schön gefeiert. Ja, das ist einfach auch ein kleiner Urlaub, wenn man hier hinkommt. Urlaubsatmosphäre, Entspannung und Ruhe ist die eine Seite des Segelns. Die andere ist der sportliche Aspekt und heißt Regatta. Die Regattasaison hier bei uns auf dem See wird begrenzt durch An- und Absegeln. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst des Jahres. Und dazwischen finden einige weitere Regatten statt. Zum einen haben wir das Blaue Band. Das ist eine Langstreckenregatta, die aus nur einem Lauf besteht.
Wir haben dann die Grenzlandregatta, zu der wir Vereine aus der Umgebung einladen. Das ist der Segelclub Wassenberg-Roermond aus Effelt und der Brachelner Bootsclub. Das ist für alle unsere Segler eine schöne Möglichkeit, auch sich mit den Segelkameraden aus den anderen Vereinen zu messen. Die hervorragenden Leistungen zweier junger Segler fallen besonders ins Auge. Hervorheben möchte ich aus unserem Verein Dominik und Simon Fallet, die mit ihrem Starboot bei internationalen und deutschen Meisterschaften starten und in diesem Jahr auf dem Möhnesee Platz 13 in einem internationalen Feld belegt haben. Der Radheimer Segelclub besteht zurzeit aus ca. 100 Mitgliedern mit rund 45 Booten. Kunst. Naja, warum nicht mal was anderes? Das wird sich manch einer denken. Die Kunstakademie auf Hohenbusch freut sich in jedem Jahr über viele Teilnehmer, die die Kunst entdecken oder ihre Fähigkeiten verfeinern möchten. Diesmal gibt es ein Jubiläum, die 25. Sommerkunstakademie. Im historischen Ambiente der alten Klosteranlage von Hohenbusch öffnet die Sommerkunstakademie in diesem Jahr bereits zum 25. Mal ihre Tore. Peter Valentiner und sein Team bieten in den Sommermonaten zahlreiche Kurse an. Wir haben hinter uns eine lange Geschichte. Wir waren zuerst nicht immer hier in Erkelenz gewesen. Alles hat begonnen auf Tecklenburger Land mit zwei Künstlern aus Berlin. Dann ist uns angeboten Erkelenz hier, Haus Hohenbusch. Und seitdem sind wir ansässig hier in dieser sehr schönen Gegend und wir freuen uns, dass alles gut geklappt hier und wir sind bis jetzt sehr zufrieden und freuen uns, dass wir so weit mit unserem Projekt gekommen sind. Im Kurs Italienische Hell-Dunkel-Malerei, Chiaroscuro genannt, lernen die Teilnehmer, wie sie ihren Bildern eine räumliche und plastische Gestaltung geben können. Bekannt war diese Technik zuerst dank Leonardo da Vinci. Gezeichnet wird das Motiv mit Kreide, das hat einen großen Vorteil, man kann das wegwischen, wenn man etwas falsch gemacht hat. Diese Motive wird mit dünner Farbschicht gearbeitet. Man fängt mit den Dunkeltönen an und man endet mit den hellen Tönen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, dass man nicht zu viele Farben dabei benutzt, weil sonst vermatscht man seine Farbe. Janis Ort vermittelt neue Wege zum Bild, bei denen der Fantasie wie immer keine Grenzen gesetzt sind. Wir arbeiten meistens mit Acryl. Dieses Jahr haben wir mit Pigmenten gearbeitet. Wir haben zum Beispiel diesen typischen Farben gemischt, die Eye-Tempera. Und wir werden in der Woche verschiedene Arbeiten mit Eye-Tempera auch herstellen. Jeder kommt in dem Kurs auf seinen eigenen Kosten. Das heißt, ob man jetzt gegenständlich malen möchte oder rein als abstrakte Malerei. Es ist alles hier, kann man alles hier im Hause probieren. Aktuell male ich Blumenbilder, die ich eigentlich nicht gerne male. Die male ich für meine Tochter zum Gefallen. Normalerweise male ich sehr gerne surrealistische Bilder mit Geschichte im Hintergrund, Gedichte, Balladen höre ich gerne und die setze ich um in Bilder. Zurzeit male ich ein Bild mit christlichen, religiösen Motiv und habe mich damit halt auseinandergesetzt und das ist für mich sehr wichtig. Dass mit der Aquarellmalerei fast alles darstellbar ist, zeigt Hans-Werner Knorr von der Meisterschule der Kunstakademie Düsseldorf. Mit Wasser, Pinsel und Farbe werden hier ausdrucksvolle Bilder kreiert. Und man kann von der naturalistischen bis zur ungegenständlichen Darstellung alles formulieren, skizzieren und auch entwickeln. Und die Grundlagen dieser Aquarelltechniken werden hier erlernt und man muss schauen, wie die Schüler damit dann umgehen können. Das Kunstangebot beschränkt sich aber nicht nur auf die Malerei. Wir treffen Uli Eulenberg im Holzbildhauer-Workshop. Es geht hier in dem Kurs darum, herauszufinden, wie man um die Ecke denkt, dreidimensionales Sehen, nicht wie bei einem Bild, dass man nur die Fläche bearbeiten muss, sondern ich muss um die Ecke arbeiten. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, auch große Kraftanstrengungen für den eigenen Körper.
Und ich denke, von den Arbeiten her, man sieht nachher tolle Resultate, was innerhalb von 5 Tagen möglich ist. Es macht Spaß, es macht viel Arbeit und man ist jeden Abend richtig kaputt. Aber man freut sich am Ende der Woche, dass man etwas geschaffen hat. Die Sommerkunstakademie in Hohenbusch gehört zweifellos zu den kreativen Top-Veranstaltungen in Erkelenz. Das fundierte Wissen und die langjährige Erfahrung der Dozenten garantieren hier ein hohes Niveau. Damit sind wir auch diesmal fast am Schluss unserer aktuellen Sendung, von der ich hoffe, dass sie Ihnen wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Die nächste Ausgabe stellen wir pünktlich ab dem 31. August hier bei Maregio TV für Sie bereit. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und eine schöne Zeit.